Und dann muss es hier zu Vault 112 gehen. Ich freue mich. Da geht es zu 100. Oh, cool. Ich freue mich irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ah, da werden wir wahrscheinlich sowieso noch wieder Informationen bekommen. Denke ich. Ich vermute mal, dass wir da Informationen bekommen. Mehr nicht. Bei unserem Vater. Und dann werden wir wieder irgendwo anders hingeschickt. Ich kenne das doch. Sonst wäre die Spielwelt auch nicht so groß. Die Frage ist natürlich, was ist, wenn wir unseren Vater gefunden haben? Vater. Ich frage mich eigentlich, wie sich das immer reindreht. Und rausdreht. Oh, Vault 112. 112. Hier kommt man nicht lang. Wo kommt man denn? Da kommt man rein. Mal gucken, was die anderen sagen. Schließt halt. Nee, die Tür schließt man nicht. So. Willkommen in Vault 112, Einwohner. Laut der Sensoren sind Sie 202,3 Jahre zu spät angekommen. Bitte ziehen Sie wieder Ihren von Vault Tech ausgegebenen Vault Overall an. Wenn Sie Ihren Overall verlegt haben, darf ich einen neuen ausgeben. Bitte gehen Sie, sobald Sie angezogen sind, die Treppe hinunter auf die Hauptebene, um in Ihrem zugewiesenen Tranquility-Sessel Platz zu nehmen. Bitte im Tranquility-Sessel Platz nehmen. Müssen wir die unbedingt anziehen? Im Sprung können sie nicht warten. Ah, Arthur, geht doch. Das geht gar nicht. Das ist extra. Wo sollen wir uns jetzt hinsetzen? Ein Tranquility-Sessel ist verfügbar. Bitte Platz nehmen. Ich zieh mal jetzt den Vault-Tag nicht an. Mal gucken, was dann passiert. Den Vault-Tag overall. Guck mich einfach hier noch ein bisschen um. Sieht schon krass aus. Hier ist wieder ein Rechner. Hier. Leer. Kampfrüstung. Warum ist denn eine Scheiße? Ich glaube, die Kampfrüstung ist aber das, was wir nicht brauchen eigentlich. Kampfrüstung. Nee, wiegt nur viel. Ich zieh mal ganz kurz den, Dings an, den Overall. Weil es kann natürlich sein, dass sie uns vielleicht angreifen oder so. Wenn wir hier einfach mit einer Knarre reinkommen und dann... Naja, das kommt, glaube ich, nicht so gut rüber. Und mit einer Kampfrüstung. Und wir können uns aber wesentlich schneller bewegen in den freien Tranquility-Sessel setzen. Und wo wäre der jetzt? Ich glaube, wir müssen einfach wieder hoben, ne? Und hoben. Moin. Hallo, Sir. Ich finde Mr. Handy war besser. Sag mal, wo ist denn jetzt hier Tranquility-Dings da? Lokale Karte. Wer ist hier? Datei ist geradeaus und links. So, denn wir müssen da runter, ne? Warum auch immer wir uns da hinsetzen müssen. Ist das richtig? Ja, wir müssen da auf jeden Fall runter. Oder hoch. Oder? Es tut mir leid, aber ich bin gerade nicht in der Lage für ein Schwätzchen. Schwätzchen. Ist das hier richtig? Wo ist jetzt die Wall? Ah, hier ist noch... Ah, ne, ist schwer. Ja. Achso. Müssen wir also nach oben? Ich habe keine Ahnung. Ist ja nichts Neues, ne? So, gleich bei 4 Stunden Aufnahme immer wieder. Ich weiß nicht, wann die Festplatte voll geht. Ich habe da keine Ahnung. Manchmal ist es nämlich sehr unterschiedlich. Wirklich sehr unterschiedlich.
Je nach, wie ich mich bewege, ob ich nur stehen bleibe. Ist halt immer unterschiedlich. Sag mal, wo ist denn jetzt dieser Tranquility? Der ist da, oder wie? Aber wo ist denn der? Ja, hier ist der, aber... Sind das diese Sessel? Das sind doch diese Sessel, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, das sind diese Sessel, aber auch. Ups. So, hinsetzen. So, jetzt fangen wir das Spiel nochmal von vorne an, nur in der World 112. Mhm. Okay. Ich frage jetzt gar nicht mehr, was das für ein Gesicht war. Was? In den... Was? Oh, wie schön. Das ist voll cool. Hallo, schöner Tag heute, nicht wahr? Ja, natürlich. Du solltest mit Betty sprechen. Sie wartet drüben am Spielplatz auf dich. Viel Spaß. Wir sind aber noch... Wir sind noch ein kleines Kind, oder? Wir reden mal mit Betty. Oh, jemand Neues zum Spielen. In letzter Zeit habe ich wirklich viel Glück. Mir ist gerade etwas langweilig. Oh, wir werden jede Menge Spaß haben. Mhm. Und mit wem habe ich es hier zu tun? Ich heiße Betty. Ich lebe hier in der Tranquility Lane. Willst du ein Spielchen spielen? Hm, natürlich. Ich habe ja gewusst, dass du es tun würdest. Es ist wirklich ein einfaches Spiel. Es geht nur darum, Timmy Newsbaum zum Wein zu bringen. Timmy Newsbaum? Wer ist das? Er ist außer dir das einzige Kind, das hier lebt. Er ist eine ganz große Heulsuse. Das wirst du schon noch merken. Bring ihn zum Heulen und komm dann wieder hierher zurück, damit wir weiterreden können. Oh, ich will das gar nicht. Oh Mann, das ist doch fies. Braver Hund. Wer pfeift hier so? Das erinnert mich an GTA San Andreas bei dem Hauptquartier, wo man immer am Anfang ist. Oh. Guck mal, der ist doch voll lieb. Hallo! Guck mal, der will doch nur was verkaufen und nett sein. Hallo, ich bin Timmy. Möchtest du spielen? Nee, ich hab gehört, dass sich deine Eltern wegen dir schlecht scheiden lassen. Du bist ein großer, dummer Lügner. Oh Manno, lass mich doch. Ich hab extra gelevelt. Hallo, möchtest du spielen? Komm, wir fangen nochmal neu an. Betty sagt, ich soll dich zum Weinen bringen. Was? Nein, das hat sie nicht. Oder etwa doch? Ich mag sie nicht. Sie ist unheimlich und lacht über Dinge, die nicht lustig sind. Haben Sie meinen Vater gesehen? Deinen Vater? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ist er denn verschwunden? Wieso siezen wir eigentlich Kinder und duzen Erwachsene hier in dem Spiel? Verstehe das nicht. Was können Sie mir über die Nachbarschaft sagen? Hier ist es ganz in Ordnung. Ich habe eigentlich keine Spielkameraden, außer Betty. Und Betty ist irgendwie... Naja, sie ist eben gemein. Nix von dem ist echt. Das ist alles nur ein verrücktes Experiment. Was? Du bist aber ein merkwürdiger Vogel. Mhm, ich glaube auch. Ich muss jetzt gehen. Tschüss. Wir haben den gar nicht zum Wein gebracht. Hallo, möchtest du spielen? Tschüss. Wie kriegen wir den jetzt zum Wein? Oh, wie geil ist das denn? Ich komme auf meine Uhr. Ich finde das genial. Können wir den schlagen? Das tut weh! Jetzt geht's. Auf! Autsch! Ich musste dich zum Heulen bringen. Werde die Bericht erstatten. Und das sitzt da drin, ne? Kann man den. Aber. Das tut weh! Ich mach mich aus dem Staub! So, ist was?
Ich wollte gar nicht zum Heulen bringen, eigentlich nicht. Aber ich hatte keine andere Idee. Außer, also mit Worten hat es ja nicht geklappt. Von daher, es hätte wahrscheinlich auch mit Worten geklappt, aber wir konnten ja nicht überreden. Du hast es ihm doch gezeigt, oder? Das leider war ja nicht besonders kunstvoll, wie du die Situation gelöst hast. Aber auf jeden Fall effektiv. Du hast das Spiel gewonnen. Und dafür gibt es einen Preis. Er besteht in einer einzigen Frage, die ich so gut beantworten werde, wie ich kann. Wo ist mein Vater? Wer ist... Was ist das für ein Ort? Wer sind sie eigentlich? Was ist... Wer sind sie eigentlich? Ich spiele keiner dieser Spielchen mehr mit. Wo dein Vater steckt? Wo mein Vater steckt? Er ist ein Wissenschaftler. Er sucht nach Dr. Braun. Du meine Güte, was für eine wunderbare Wendung. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ihr zwei miteinander verwandt seid. Naja, ich habe ihn tatsächlich gesehen. Ich fürchte, dass er im Augenblick leider nicht erreichbar ist. Was haben Sie mit ihm angestellt? An deiner Stelle würde ich mir im Moment etwas mehr Sorgen um mich selbst machen. Und außerdem waren das erstmal alle Fragen. Vielleicht reden wir später weiter. Aber zuerst habe ich noch was für dich zu tun. Was soll ich tun? Besuch mal die Rockwells. Sie sind sehr glücklich verheiratet. Und ich möchte, dass du das änderst. Zerstöre ihre Ehe. Dann können wir weiterreden. Hey, das ist alles kein Problem. Gut, aber nur weil ich noch mehr Antworten von ihnen will. Nein, ich werde das nicht antun. Aber es ist ja an sich nur ein Spiel. Es ist ein fiktive Dings, ne? Trotzdem ist es blöd, aber na gut. Stell das an, wie du willst. Wenn du erfolgreich bist, setzen wir unser Gespräch fort. Ich will die eigentlich gerne schlagen, ne? Die hat's ja verdient. Ist das hier die Familie? Was mal, zu welcher Familie? Ach, ich konnte gar nicht gucken, welche Familie wir hin sollen. Hallo, schön dich zu sehen. Das Henderson-Anwesen ist in exzellentem Zustand. Noch einen wunderschönen Tag. Das geht nicht. Schlafen. Ach, schlafen kann ich tatsächlich schon. Wenn es dunkel ist, ist es denn komplett schwarz? Weil es ist ja schwarz-weiß hier. Also sehen wir denn total schlecht oder... Ich frage mich gerade, was das hier allgemein für eine Welt gerade ist. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das Ganze nicht. Wahrscheinlich eine virtuelle Welt. Wir gucken uns das ja gerade an. Du gehörst hier nicht hin. Du solltest gar nicht hier sein. Das ist nicht real. Nichts davon. Es muss enden. Das Leiden muss enden. Endlich jemand, der weiß, was abgeht. Wie komme ich hier raus? Wir sind nicht wirklich hier. Wir reden nicht wirklich miteinander. Das ist alles eine Täuschung. In Wirklichkeit schlafen und träumen wir. Der Traum ist zu einem Albtraum geworden. Er muss ein Ende haben, aber wir haben keine Kontrolle. Er steuert alles und will nicht, dass wir aufwachen. Von wem reden Sie? Er nennt sich jetzt Betty. Ist aber immer noch derselbe. Egal, in welche Verkleidung er schlüpft, hinter der netten Fassade steckt nach wie vor er. Ich rede von Braun. Der Mistkerl glaubt, er sei Gott, weil er alles hier miterschaffen hat. Ich weiß genau, dass er das Notprogramm noch benutzt. Notfallsystem? Wir könnten ihn, sie, töten. Was zum Teufel soll das heißen? Das Notprogramm befindet sich im verlassenen Haus. Er will nicht, dass wir dorthin gehen, weil er Angst davor hat, dass wir das Notprogramm finden. Das ist das einzige Terminal zur Außenwelt. Die einzige Möglichkeit, alles auszuschalten. Du musst es unbedingt finden. Okay, dann machen wir das mal. Ich würde mich eher für diese Entscheidung treffen. Ich will immer die Aufgabe gerade mal angucken. Na gut. Ich sehe doch alles, aber hier ist trotzdem alles so kahl, ne? Also das ist alles nicht gerade so schön eingerichtet. Aber gut, ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir das Terminal finden. Also das Notsystem. Verlassenes Haus. Vielleicht ist das ja hier drin tatsächlich. Eher Horror-Game-mäßig aus, um ehrlich zu sein. Ist ja auch ein verlassenes Haus, ne? Vielleicht soll das ja sogar so aussehen.
Papa finden. Wieso Papa finden? Okay, hier scheint kein System zu sein. Aber ich fresse mich nachgucken. Guten Tag. Guten Tag. Haben wir hier. Das ist hoffnungslos! Warum? Ich will euch gar nichts tun. Na gut. Was ist das denn? Was ist da hinten? Das sieht komisch aus. Ich wollte dir noch gar nichts tun. Das ist nicht hoffnungslos. Ich mach mich aus dem Staub! Warte, kann ich sie immer noch. Ich wollte sie eigentlich noch beklauen. Das ist hoffnungslos! War wohl nichts. Ich mach mich aus dem Staub. Ja, so leise. Ich will unbedingt das Notsystem finden. Und nicht irgendwie die Ehe brechen. Wobei wir natürlich mehr Informationen bekommen, aber ob die relevant sind, weiß ich nicht. Ich wollte noch gar nichts tun. Oh, ich glaube hier. Das sieht voll cool aus. Ist hier vielleicht das System? Notfallsystem. Terminal. Sieht nicht gerade so terminalmäßig aus. Die Ehe der Rockwells zerstören. Wir befinden uns ja gerade bei den Rockwells. Hallo. Ich sag's Ihnen ja nicht gern, aber ich sah Ihren Mann ein andere küssen. Das gehört Martha Simpson, nicht wahr? Ich hab es ja gewusst. Das reicht. Ich habe von Rogers Lügen und Flausen genug. Ach nee, das tut mir voll leid. Ach nee. Ich mach mich auf den Stau. Wieso hab ich den Karma verloren? Ich wollte es gar nicht machen. Aber ich habe das Notfallsystem nicht gefunden. Du hast dein Ziel also erreicht. Ich hatte etwas mehr Dramatik erwartet. Die Überredungskunst scheint aber deine Stärke zu sein. Zumindest bist du im Gegensatz zu deinem Vater kooperativ. Ich war sehr enttäuscht, als er sich weigerte, von mir aber eine Gegenleistung verlangte. Ich habe getan, was sie wollten. Jetzt will ich ein paar Erklärungen hören. Bisher hast du mich gut unterhalten. Aber trotzdem bist du nicht in der richtigen Lage, um Forderungen stellen zu können. Aber ich denke, du hast dir das Recht auf weitere Antworten verdient. Was möchtest du mich fragen? Was ist das für ein Ort? Was wollte mein Vater von Ihnen? Wo ist mein Vater jetzt? Er ist hier. Und es geht ihm gut. Er wurde lediglich daran gehindert, mich zu stören. Woher weiß ich, dass Sie nicht lügen? Haben Sie ihn nicht auch gesehen? Jetzt glaubst du mir noch nicht mal. Sehr enttäuschend. Ich versichere dir, James und ich haben vor deiner Ankunft lange miteinander gesprochen. Machen wir jetzt weiter, bevor du mich langweilst. Gut, bringen wir es einfach hinter uns. Oh, jetzt komm. Bitte etwas mehr Enthusiasmus. Dieses Mal gibt es weniger Regeln. Ich will einfach mal sehen, was du leisten kannst. Ich möchte, dass du Mabel Henderson tötest. Streng dich an. Sei kreativ. Sie einfach totzuschlagen, wäre nicht gerade beeindruckend. Ich will das nicht machen, aber ich werde es trotzdem tun. Du leistest mir Widerstand, obwohl du weißt, dass ich die Antworten auf deine Fragen habe. Naja, ich werde dich nicht anbetteln. Du weißt, was ich von dir will. Also weißt du auch, was du tun musst, um mich milde zu stimmen. Weg hier! Kann ich ihn einfach einschlagen? Das ist dir nicht erlaubt. Und jetzt musst du bezahlen. Was? Scheiße. Ich glaube, das war eine falsche Idee oder eine schlechte Idee. Toll, leck mich doch am Arsch, ey. Toll gemacht, ey. Hackerin. Du hast dein Ziel als... Ja, nerv mich jetzt nicht. Die Tranquility Lane wurde als zweite Heimat konzipiert. Eine neue Art, um das Leben nach dem Weltuntergang aufrechtzuerhalten. Vault 112 war der Prototyp. Wir hatten nie die Zeit, andere zu bauen. Als Entwickler der Simulation erhielt ich einen Sonderzugang.
Alle anderen hier nehmen nur unterbewusst wahr, dass die Realität um sie herum künstlich ist. Ihr Bewusstsein nimmt sie als Tatsache hin. Warum sind Sie so lange Zeit immer noch hier? Ich möchte nicht gehen. Hier habe ich mehr Macht, als ich je in der Welt draußen haben könnte. Und ich benutze diese Macht, um mich zu amüsieren. Du machst zum Beispiel, was ich sage, weil ich die Macht über dich habe. Gut, bringen wir es einfach hinter uns. Oh, ja, Kim. Dieses schon. Mal gibt es weniger Regeln. Ich will einfach mal sehen. Ich möchte, dass... Ja, kennen wir schon. So. Ja. Mit wem habe ich die Ehre? Erzählen Sie mir über diesen Ort. Was haben Sie mit meinem Vater angestellt? Hast du Doc, den Hund, schon kennengelernt? Er ist auch ein Neuankömmling, genau wie du. Gut möglich, dass er dir bekannt vorkommt. Was? Weg hier! Ist das denn unser... Oh, das wollte ich gar nicht. Heißt zweimal Wuff? Ja oder nein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Trotzdem würde ich gerne das Notfallsystem jetzt einbauen. Weil ich will jetzt nicht weiter zuschauen, wie ich jetzt hier Menschen umbringe. Das will ich ja nicht. Deswegen gucke ich mich mal ein bisschen um, wo das Notfallsystem vielleicht sein könnte. Aber ich denke, wir werden es nicht finden. Ich weiß nicht wieso. Auch wenn ich es finden möchte, aber naja. Auch wenn es eine nicht reale Welt ist, aber trotzdem. Es geht hier einfach ums Prinzip. Wir sollen was? Wen sollen wir umbringen? Ich glaube, einer von den Herdersen, ne? Ich glaube, wir werden das sowieso machen, wahrscheinlich. Moin. Guten Tag. Guten Tag. Aber dieses Notfallsystem werden wir es finden? Rockwells, da waren wir ja schon. Unten war ja nichts. Hinterm Haus weiß ich nicht. Ich würde tatsächlich irgendwie in der Hundehütte oder so sagen, schon fast. Keine Ahnung warum, aber man weiß ja nie. Gibt es dieses Notfallsystem überhaupt oder wurden wir einfach angelogen? Ich habe das Gefühl, dass es dieses sogenannte Notfallsystem gar nicht gibt. Nee? Guten Tag. Guten Tag. Dann gehen wir mal zu den Herdersen. Und leider... Nee, das sind nicht die Herdersen. Ich glaube, das da hinten sind die Herdersen. Und leider müssen wir jetzt was machen. Aber so kriegen wir vielleicht Informationen. Und es ist ja nicht real. Moin. Hallo. Herdersen. Die würde man nicht... Mahlzeit. Computerterminal. Ist das vielleicht? Sie können diesen Augenblick nicht verwenden. Wir können das nicht mal verwenden. Das heißt, theoretisch, wir können auch die Terminals... das funktioniert also nicht. Warum sollte Roger sowas tun? Das ergibt keinen Sinn. Warum sollte Roger sowas tun? Ich weiß jetzt gar nicht, wen ich töten sollte jetzt. Ich kann mir auch gar nicht die Aufgabe angucken. Ah, guck mal, zeigt ganz kurz der Mauszeiger. Ja. Oh, ganz kurz ist gut. Kann man nicht hier... Nee, man kann nichts machen. Ich will nämlich gerade meine aktive Aufgabe erfahren. Wen ich denn genau töten muss. Das würde ich nämlich jetzt gerne wissen. Hey, aufpassen, wo das Ding hinschwingt, klar? Bill Foster. Was ist meine Aufgabe jetzt? Moment mal, ich gehe mal ganz kurz zu... Betsy oder wie hieß die Nummer? Die
arme Betty. Janet und der arme Roger. Ich habe dir gesagt, was ich von dir will. Ich will Kreativität sehen. Und ich will Mabel tot. Genug geschmollt? Hör. Mabel. Okay, Mabel Henderson. Weg hier! Der kreativen Tod, das, das wird sehr schwer. Ich wusste gar nicht, wie man jetzt ein... Hier geht's zu den Henderson. Mahlzeit! Mr. Handy. Hier ist... Okay, aber wo sind jetzt die... Sind die draußen? Ich glaube, die sind draußen. Mabel Henderson, du bist echt tot. Oh nee, ich glaube, ich werde wieder bei 5 Stunden Aufnahmezeit enden. Ich hoffe, dass die Aufnahme, dann nicht in der Zeit abbricht. Das wäre natürlich blöd. Hallo. Bill Foster. Guten Tag. Henderson. Du bist kein Henderson. Mabel. Ist sie vielleicht irgendwo bei Besuch? Guten Tag. Roger. Wo ich will jetzt. Wo ist denn Mabel? Ich finde die gar nicht. Hallo. Mabel ist ja auch nicht bei. Also zu Hause bei den Henderson ist ja gar nichts los, ne? Keine Ahnung. Du bist immer noch dieser Foster, ne? Hallo. Was? Haben Sie meinen Vater gesehen? Schönen Tag. Heute nicht mal. Was können Sie über Nachbarschaft sagen? Was können Sie über Mabel Henderson sagen? Sie ist stolz auf ihre Geräte. Ich kann nicht einmal genau sagen, wie oft ich ihre neumodischen Roboter schon repariert habe. Ich sage ihr ständig, sie soll neue Teile bestellen. Der Motivator ihres Roboters funktioniert nicht richtig und bald wird sie damit Probleme bekommen. Okay. Ach, wirklich? Na, das erzähl mal meinem großen C-Kindchen. Der tut höllisch weh, seit ich ihn mir heute früh angestoßen habe. Das fühlt sich sehr echt an. Okay. Ich kann leider nicht behaupten, dass ich ihn gesehen hätte, mein Kind. Keine Sorge, der taucht bestimmt wieder auf. Mhm, schönen Tag heute, nicht wahr? Ja, da hast du wirklich recht. Ein herrlicher Tag, um die Arbeit im Freien zu erledigen. Ein schöner Ort, wirklich hübsch. Alle sind freundlich und immer hilfsbereit. Einen wunderschönen Tag noch. Dir auch noch, wenn du nicht gleich schon tot bist vielleicht. Wo ist denn jetzt Henderson? Ich gehe mal ein bisschen so. So, verlassenes Haus. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. So, hier geht's zu den Dings, ne? Neues Dings da. Aber ich bin immer noch auf der Suche nach Dings. Wo? Hä, wo zum Teufel ist denn? Hier ist ja gar keiner mehr da. Wo ist denn der Typi? Oder die? Hallo. Der ist der Einzige, der hier die ganze Runde läuft. Aber wo sind die anderen? Fragen, was das soll? Wer hat das gesagt? Also ehrlich gesagt, weiß ich überhaupt nicht, wo die sind. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie im Haus sind. Das ist das verlassene Haus, oder? Verlassenes Haus. Wurde nicht mal ernsthaft. Wo sind denn die? Hier ist ja wirklich alles verlassen. Unmöglich. Was? Dass ich jetzt hier drin bin? Okay. Da ist die Dame. Die alte Dame war da drin. Ich gehe mal nochmal alle Häuser ab. So, eigentlich müssten die hier drin sein, aber...
Hä? Das ist komplett unlogisch. Also ich habe ja die ganze. Also größer geht's ja hier nicht mehr. Das ist nicht logisch. Kann ich mir irgendwas sagen? Das Henderson-Anwesen ist in exzellentem Zustand. Noch einen wunderschönen Tag. Ist im exzellenten Zustand. Ich gehe nochmal ganz kurz zu Betty oder wie die hieß. Sorge dafür, dass Mabel ein zu frühes und hoffentlich grauenvolles Ende ereilt. Wenn du auf eine Antwort bestehst, du kennst mich vielleicht unter dem Namen Dr. Stanislaus Braun. Ich habe hier auf meiner eigenen kleinen Spielwiese ein anderes Aussehen für mich gewählt. Okay, die Einzelheiten dieses Ortes übersteigen deine Vorstellungskraft. Da bin ich mir sicher. Sei damit zufrieden, was du wissen musst. Dies ist eine Simulation. Und ich habe das Sagen. Wenn du die Vault wiedersehen willst, mach, was ich sage. Mhm. Mabel wartet bereits. Aber wo? So. Ist Mabel vielleicht da? Auf der Karte wird es ja angezeigt, aber... Hallo, Martha. Hallo. Ach, ist hier Party oder was? Ich blättere den neuen Robco-Katalog durch. Interessant, was es heutzutage alles gibt. Typ, das ist hoffnungslos! Das ist hoffnungslos! Ich mach mich aus dem Staub! So, war jetzt vielleicht nicht, so ganz... kreativ, aber was, wie soll ich denn sie sonst töten? So, fertig. Auch wenn es dir vielleicht Spaß macht, du kannst nicht einfach herumlaufen und die Einwohner der Tranquility Lane töten. Ich muss Teile des Systems zurücksetzen, um dies zu korrigieren. Ich kann die Menschen der Tranquility Lane zu neuem Leben erwecken. Aber alles andere, was du verbockt hast, bleibt bestehen. Denk daran. Was? Ist jetzt hier? Ich verstehe nicht, wie ich einen kreativen Tod hinkriegen soll. Kann ich irgendwie... Ich mach mich aus dem Staub! Nein! Die sind dazu verändert, dass du sie eine Leiche schaffen musst. Aber hä, wieso krieg ich denn den... Warte mal. So, mal ganz kurz zurücksetzen. Okay. Ich weiß schon wie. Ich glaube, darüber haben wir... Ich hoffe, sie ist nicht mehr aggro auf uns. Hallo. Pass auf. Einen schönen Tag wünsche ich. Haben Sie meinen Vater gesehen? Schönen Tag oder noch? Ich würde sagen... Alles Gute. Amerikan... Mir fällt nicht sofort darunter ein. Hallo, schön dich zu sehen. Ja, sie ist tot. Yay. Naja, eigentlich sollte man sich da nicht drüber freuen. Aber ich schon. So. Gut gemacht, gut gemacht. Ja. Du erzielst gute Ergebnisse und hast meine Erwartungen übertroffen. Und jetzt kommen wir zur letzten Aufgabe. Bei Erfolg erfülle ich einen beliebigen Wunsch. Wie kann ich wissen, dass Sie ehrlich mit mir sind? Du musst wissen, dass ich bisher sehr ehrlich zu dir war. Du hast keinen erkennbaren Grund, mir zu misstrauen. In der Hundehütte hinter dem verlassenen Heim sind eine Maske und ein Messer. Setze die Maske auf
und verwandle dich in den Westentaschenschlitzer. Eliminiere mit dem Messer alle Einwohner der Tranquility Lane. Wer zum Henker ist der Westentaschenschlitzer? Er ist eine Figur aus einem Mythos, der am Lagerfeuer geboren wurde. Du wirst ihn zur Realität werden lassen. Die Ansässigen werden dich kennen und fürchten. Komm zu mir zurück, wenn du alle eliminiert hast. Hört sich spaßig an. Ich dachte mir, dass es dir gefällt. Es basiert auf einem alten Großstadtmythos. Eine Geschichte, die vor vielen Jahren am Lagerfeuer erzählt wurde. Die Ansässigen kennen alle die Geschichte und werden sich vor dir fürchten. Jetzt geh und mach mich stolz. Ja, mache ich. Okay. Ist ja auch nur eine Simulation, von daher. Wo ist das verlassene Haus? Ich glaube, das ist das verlassene Haus. Ist das das verlassene? Ne, das ist, ich glaube, das da. Erstmal entweder das da. Das sieht verlassen aus, ne? Ich denke, das ist das verlassene Haus. Das ist auch nicht verlassen. Ich gehe einfach mal da, oder. Was sieht denn verlassen aus? Ja, irgendwie sehen alle gut aus, ne? Ich glaube, das ist das. Ne, das ist das Haus von den Dings. Von dem Sohn, den wir zum Heulen bringen sollten. Verlassenes Haus. Oder das hinter der Hütte war das doch, ne? Oh. Jetzt kommt's. gut, das sollen wir alle Einwohner töten. Krass. Die haben alle Angst und bleiben stehen. Hau nicht ab. Das geht ja alles recht schnell, ne? Hier ist kein Einwohner. Die werden alle auf der Karte eingezeigt. Das ist schon mal gut. Ich glaube, da drin ist jemand. Oh Gott! Hey, die waren noch am Leben? Hallo. Ich hätte aber auch... Moment mal. Ich glaube, das ginge auch, wenn man dieses Terminal gefunden hätte. Aber wir könnten ja... Wir kennen aber gar keinen Terminal. Das ist ja das Ding. Es heißt Einwohner jetzt eigentlich auch Hund? Ich weiß es nicht. Also, das ist ja kein Einwohner, theoretisch. Ah! Nein! Doch. Oben mal gucken. Na, oben ist ja hier ist nichts mehr drin. Gut. Nichts wie weg. Da kommt der Westentaschenschlitzer.